Gerne, groß. Die alte Labertasche verliert die Fassung, Nick. Warum erhebst du keinen Einspruch? Die Zeugin war also während des ganzen Mittags im Dienst. Na schön. Was haben sie gesehen? Moment mal, kann ich irgendwie beweisen, dass sie nicht da war? Ich glaube, Anwalt, Todesurzeit, Moment mal, Übersichtsplan, Batsch, halt. Studios und Foto 1. Nee, ich hab nichts, womit ich Einspruch kriege. Halt. Stop. Wo krieg ich den? Woher wussten sie das? Ich hab meine Methoden. Jede junge nette Inspektor hat's mir verraten. Ich habe ihn mit ein paar Donuts versorgt und er redete und redete. Und wenn sie mich fragen, ist dieser Inspektor nicht gerade eine Idealbesetzung für seinen Job. Armer Dick. Muss sich von einer simplen Wache zusammenstauchen lassen. Hm. 14 Uhr. Sind Sie sicher? So wahr ich hier stehe. Nun, wer war dieser der Mann? Ach, in Ihrem Alter sollten Sie sich nicht mehr so aufregen. Es könnte was kaputt gehen. Na, bevor Sie den Dienstbolzen auf mich losgehen lassen, ich sag's ja schon. Es war Powers, der Mann dort, Murmel. Nick, ich finde es, Baba, ich habe so eine leichte Ahnung. Und sie sagte ja Powers. Mama, es war Powers. Das Bild, daran kann man doch nicht sehen, dass es Powers ist. Moment mal! Nee, Einspruch. Lassen Sie mich was klarstellen, Großmama. Ich meine Fräulein Altbeck. Seit gestern sagen Sie, dass Sie Herr Powers gesehen haben, richtig? Und Sie meinen damit den Mann auf diesem Foto, nicht wahr? Moment, bitte, Herr Wright. Geben Sie mir bitte das Foto. Wer ist das genau? Niemand anderes als der Steel Samurai, Verteidiger von Near Old Tokyo. Fräulein Altbeck, ist das der Herr Powers, den Sie gesehen haben? Natürlich! Hat Ihre Mutter Ihnen gar nichts beigebracht, Mutter? Junge, jeder kann doch sehen, dass das Power ist, oder? Ja. Nun, ich frage mich. Es stimmt, Herr Powers, dass Herr Powers die Rolle des Spielsamurais spielt. Aber das heißt noch lange nicht, dass er auch der Stilsamurai ist. Das weiß ich doch. Ich bin auch nicht von gestern. Niemand in diesem Gericht behauptet das, Fräulein, Zeugin. Er mag sie anscheinend nicht mehr Altbeck nennen. Sie können jedenfalls nicht beweisen, dass die Person auf dem Foto Herrn Will Powers ist. Sie alter Schnüffler. Natürlich kann ich's beweisen. Was? Hä? Selbst Edgeworth ist überrascht. Wird interessant. Die Anklage würde die alte die Zeugin gerne um etwas bitten. Sie hätten uns schon vor dem Prozess alles sagen müssen, was sie wissen. Wo hätte ich nahen können, dass sie so neugierig sind? Sie sollten sich alle was schämen. Ich habe ihnen jedenfalls das... Halt, Mama. Ich habe das Foto jedenfalls dem jungen Inspektor gezeigt. Und er sagte mir, das ist kein brauchbarer Beweis, meine Liebe. Er hat es sich noch nie einmal genau angesehen. Wow, die alte Labetasche macht sogar etwas sprachlos. Sie ist verdammt klasse. Dann hätte ich gerne über Ihre Beweise auf. Klären Sie uns bitte über Ihre Beweise auf. Na dann her mal damit, alte Tasche. Outback. Ach, ich sage niemals Sachen, die ich nicht so meine. Merken Sie das? An dem Morgen während den Probendurchlauf der Action-Szene sah ich,
wie er Powers einen Fehler machte und hinfiel. Dabei ging eine der Requisiten zu Bruch. Ein ziemliches Chaos. Es sah aus, als hätte er sich dabei den Knöchel verstaucht. Und jetzt sehen Sie sich das Foto an. Man kann sehen, wie er sein Bein nachzieht. Sehen Sie, es ist eindeutig. Woher wussten Sie, dass es sich um Powers handelt? Zufrieden? Daher wusste ich's. Er hat sich also den Knöchel verstaucht und Tama verredet sich heute ziemlich häufig. Na schön, Herr Wright. Sie können nun die Zeugen ins Kreuzverhör nehmen. Irgendwas verheimlicht sie. Ich greife sie an, bis sie kreischt. Und alter Richter, du darfst mich nicht kritisieren, nur weil ich mich öfters mal verlese. Ich berichtige meine Fehler wenigstens. Batsch, mach mal Proben durch gleich. Fehl hin, dabei ging eine Requisite kaputt. Das will ich wissen. Mach mal, er machte eine Requisite kaputt. Und ob? Seinen Samurai-Speer. Seinen Speer? Die Mordwaffe? Zum Glück konnte ich ihn mit einem Klebeband wieder reparieren. Das scheint mir ein wichtiges Detail zu sein. Das sollte ich mir besser in die Gerichtsakte feststellen. Gut. Und da wirklich ein wichtiges Detail. Aber jetzt weiß ich nun nicht mehr weiter. Also nachhacken. War Herr Powers Knöchel stark verstaucht? Es war nicht so schlimm. Dass er nicht mehr hätte gehen können. Er ging in seine Umkleidekabine, um sich etwas nach dem Mittagessen auszuruhen. Daher das Nickerchen. Jedenfalls zog er sich seinen Fuß nach, als er ging. Er zog seinen Fuß nach? Okay. Oh Gott. Sind Sie sich absolut sicher? Sehen wir uns das Bild nochmal an. Er bewegt sich etwas seltsam, als ob er sich verletzt hätte. Es sieht aus, als würde er seinen Fuß... Es sieht so aus, als würde er seinen Fuß nachziehen. Sehen Sie? Und Sie haben mir nicht geglaubt. Sie gerne groß. Da wusste ich, dass sie Powers handelt, zufrieden. Trotzdem erkennt man nicht auf einen Blick, dass es Herr Powers ist. Einspruch! Aber nur Herr Powers hätte seinen Fuß nachgezogen. Das stimmt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es Powers war. Da muss es noch irgendwas geben. Ich greife sie lieber weiter an. Aber da kriege ich nichts mehr, okay. Dann gucke ich mal hier vorne. Wer war bei dem Probelauf alles dabei? Nun, sehen Sie mal. Da war Herr Powers. Er ist der Stil-Samurai. Dann der arme Hammer. Der böse Richter. Und ich. Und was taten Sie genau? Und was taten Sie genau? Zuschauen. Nur zuschauen. Und was war mit der Assistentin? Ach, sie war mit der Bühneneinrichtung beschäftigt und so. Sie hatte die Proben also nicht gesehen. Okay, der Fehler. Machte einen Fehler und fiel hin? Ja, und so jemand soll sich Stil-Samurai nennen. Was für ein Lacher. Powers verstauchte sich seinen Knöchel. Und ich half ihm natürlich, damit es wieder besser heilte. Sie halfen, damit es wieder besser heilte? Ich küsste ihn dort, wo er sich wehgetan hatte. Überspringen wir doch diesen Teil am besten. In Ordnung. Wir wollen ja nicht, dass das Ganze in irgendwas Falschen abdriftet. Wo war die Assistentin zu diesem Zeitpunkt? Oh, die reinigte gerade ein paar Requisiten, glaube ich. Sie bekam von Powers Unfall nichts mit. Sie dürften ihre Aussage fortfahren. Okay, jetzt bin ich draußen. Oh Gott, ich weiß nicht mehr weiter. Cool, ich hänge. Schaffe oder repariert. Niemand würde glauben, dass er dabei hätte. Todeszeitpunkt.
Speer durchstechen. Wenn ich die beiden kombinieren könnte, wäre es gerade praktisch. Gradschlüssel. Ich greife einfach nochmal an. Er macht eine Requisite kaputt. Der Stil-Samurai-Speer. Mach mal, dann baue ich nochmal ganz nach vorne. Okay, ich finde ich da noch.